Ja, dann bin ich auch nochmal, hallo YouTube, und zwar muss ich jetzt nochmal was über den Felix erzählen. Es ist ja jetzt Wochenende und bis jetzt hat der Felix sich noch nicht gemeldet. Ich warte noch, dass er sich meldet. Ja, wir haben den Anwalt angerufen und für Mittwoch haben wir jetzt einen Telefontermin vereinbart mit dem Anwalt. Sollte der Anwalt bis dahin noch krank sein, rufen die uns an und dann wissen wir Bescheid. Aber nach dem jetzigen Stand haben wir am Mittwoch einen Telefontermin mit dem Anwalt. So. Also mein Vater spricht dann mit dem Anwalt, ich sitze dann daneben und ich hoffe, dass da jetzt mal was passiert. Entweder nehme ich jetzt das Schmerzensgeld, was mir zusteht, oder ich nehme die als Freunde zurück. Nur ich muss das, wenn dann, jetzt geltend machen und das werde ich auch tun. Was ich zur Not auch noch machen kann, ist, ich könnte ja jetzt auch einen Brief schreiben an Felix. Das war ich schon vor ein paar Tagen am Überlegen, ob ich das machen soll. Ob ich ihm einfach eine Zahlungsanweisung schicke, dem Felix. Vielleicht überweist er das ja freiwillig an mich, als Wiedergutmachung. Aber wo will der denn 7.000 Euro her haben? Der hat ja wahrscheinlich nicht mal 1.000 Euro. Der kriegt ja nur 10 Euro Taschengeld die Woche. Von daher muss ich das mit dem Gericht klären. Deswegen bringt das nichts, dem jetzt so eine Zahlungsanweisung zu schicken, das macht keinen Sinn, weil der Felix, der kriegt ja nur 10 Euro Taschengeld in der Woche. Das sind dann 10, 20, das sind dann 40 Euro Taschengeld, die der Felix im Monat kriegt. Deswegen, das macht keinen Sinn, den jetzt so eine Zahlungsanweisung zu schicken, weil der Felix, der kriegt nur 10 Euro Taschengeld in der Woche. Das sind 40 Euro im Monat. Das muss ich mit dem Gericht klären, dass ich das kriege. Oder ich nehme den Felix einfach als Freund zurück. Nur die Bedingungen, die habe ich jetzt gesagt. Ich kann es jetzt auch nicht noch tausendmal sagen. Entweder melden die sich jetzt oder ich erkläre es jetzt mit dem Gericht. Ich will da jetzt was haben. Irgendwas soll jetzt passieren. Entweder nehme ich jetzt den Felix als Freund zurück, was sich anbietet noch, oder ich nehme das Schadensersatz. Auf der anderen Seite ist es so, das Geld kriege ich nur einmal und so könnte ich mit Felix richtig viel Spaß haben. Das Geld würde ich ja nur einmal kriegen und wenn ich den Felix zurücknehmen würde, könnte ich mit dem richtig viel Spaß haben. Auch wenn er sich nicht meldet. Dem macht das anscheinend Spaß, mich hier zu sitzen, sitzen zu lassen. Das macht ihm bestimmt Spaß. Der denkt sich wahrscheinlich, der Justus leidet, das finde ich gut. Und deswegen meldet er sich mit Absicht nicht. Ich denke schon, dass der weiß, wie es mir geht. Dadurch. Und der meldet sich nur mit Absicht nicht. Ich finde das auch echt nicht korrekt von Felix, was der im Moment macht. Mich hier so sitzen zu lassen, seit 2 Jahren warte ich jetzt, dass da was passiert und jetzt mache ich auch was. Auch wenn ich mich selber an dem rächen muss zur Not. Das reicht ja schon, an dem Roller sind ja vorne diese Bremszüge und diese Züge halt für Bremse und Licht und die Kabel halt. Oder ich baue dem Felix das Zündschloss aus dem Roller. Dann kann er nicht mehr starten. Also die Abdeckung abschrauben, Zündschloss abmachen. Und dann abschneiden. Dann kann der Felix den Roller nicht mehr starten. Wenn ich das mache, dann kriegt er den Roller nicht mehr an. Dann kann er erstmal den Roller in die Werkstatt bringen. Könnte man ja auch zur Not machen, bevor ich gar nichts kriege, mache ich lieber sowas. Aber ich versuche das jetzt erstmal mit dem Gericht geltend zu machen, dass ich da was kriege. Das kann doch nicht sein, dass da nichts passiert. Dass da gar nichts passiert. Der Felix ist so gemein zu mir gewesen. Und jetzt lässt er mich hier so leidend sitzen. Da muss man doch was machen können. Gegen. Und da kann man auch was machen gegen. Wie gesagt, notfalls schicke ich dem Felix eine Zahlungsanweisung, obwohl das nicht viel bringt. Weil der Felix, der kriegt ja nur 40 Euro Taschengeld im Monat. Der Felix, der kriegt 10 Euro Taschengeld in der Woche. Das sind 40 Euro im Monat, die der Felix hat. Deswegen, also ich hoffe, dass da jetzt was passiert. Ich hoffe, wenn der Anwalt jetzt am Mittwoch nochmal zur Staatsanwaltschaft schreibt, dann hoffe ich, dass wir da schnell eine Antwort haben. Und wenn die das Verfahren nicht wieder aufnehmen gegen die Bande da, dann muss ich das zivilrechtlich machen. Und das muss ich dann jetzt machen.
Dann muss ich eine Zivilklage einreichen, dann kriegt der Felix Post. Dann weiß man auch nicht, wie lange das dauert. Eine Zivilklage kann ja ewig dauern. Notfalls mache ich das dann halt. Wenn die das Verfahren nicht wieder aufnehmen, mache ich halt eine Zivilklage. Nur ich habe mal gehört, das wird wohl richtig teuer werden. Dann. Also es kann für den Felix dann richtig teuer werden, wenn ich das mache. Weil ich denke mal, ich werde mit dem Anwalt darüber sprechen. Ich denke, dass ich da recht kriegen werde. Ich war in der Klinik und alles. Das ist alles nachweisbar, dass ich in der Klinik war, dass ich in therapeutischer Behandlung war wegen denen. Das ist alles nachweisbar. Ich war beim Psychologen, ich war in therapeutischer Behandlung, ich war in der Klinik für 21 Tage. Das ist alles nachweisbar. Und das alles wegen diesem Felix und wegen der Bande da. Also ich denke, dass, wenn, nehmen wir an, die sprechen mir dann die 7.000 Euro zu. Das Schmerzensgeld, also Schadensersatz von denen aus Westerhofen. Dann weiß ich ja immer noch nicht, wie der Felix das bezahlen soll. Der kriegt 10 Euro Taschengeld in der Woche. Da müsste man den dann irgendwie, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, ich weiß nur, dass der Felix 10 Euro Taschengeld in der Woche kriegt. Das weiß ich. Also ich weiß nur, dass der Felix 10 Euro Taschengeld jede Woche kriegt. Das sind 40 Euro im Monat, die der Felix hat. Und die braucht er ja alleine schon, um den Roller zu tanken, den er hat. Da ist das Geld ja weg. Oh, ja, ich hoffe, dass da jetzt wirklich was passiert, dass ich da jetzt Chance das kriege oder dass Felix sich jetzt meldet. Ich weiß, dass die Videos gucken im Westhofen. Die können jetzt mal was machen. Bevor ich nämlich aktiv werde. Und das meine ich jetzt auch wirklich mal ernst, weil irgendwas muss jetzt passieren. Ich kann jetzt nicht noch 2 Jahre warten. Das mache ich auch nicht. Ich warte auch nicht noch ein Jahr. Es sei denn, ich habe die Zivilklage eingereicht. Dann ist mir egal, wie lange das dauert. Hauptsache, es passiert dann was. Ja, ich hoffe, jetzt habe ich erstmal alles gesagt. Und ich hoffe, dass jetzt was passiert. Notfalls werde ich halt aktiv. Ja. Okay, dann sage ich mal bis die Tage und tschüss.